Heidiho, ihr Lieben. Ich mach das hier gerade nochmal an. Läuft ja gerade mal halb, ne? Wenn ich nicht zu lange aufnehme. Ich hatte gestern Abend, letzte Nacht, ein sehr intensives Gespräch, erstaunlich tiefes Gespräch, sehr ehrliches. Mit einer Freundin, die mir erzählte, und das hat mich regelrecht geschockt, dass auch sie schon in einer Schlange gestanden hat, an deren Ende eine Spritze in Empfang zu nehmen war. Als Zeichen des Universums, dass das sowieso eine bescheuerte Idee war, war zu dem Zeitpunkt, als sie da ankam, kein Pimpstoff mehr da. So, gerade noch mal die Kurve bekommen. Das Gespräch hat ein bisschen länger gedauert, aber einen ganz bestimmten Punkt, den möchte ich hier gerade einfach noch mal festhalten, weil er mir seit Aufstehen irgendwie da oben rumspukt und da raus will. Ich zitiere grob. Hier geht es gar nicht mehr wirklich um die Impfung. Es geht darum, unseren Willen zu brechen. Uns zu brechen. Uns auf irgendeine Weise dazu zu bekommen, dass wir auch noch mit gutem Gewissen uns dann doch impfen lassen. Es geht nicht mehr um die Impfung. Kann man mir sagen, was man will. Ich habe es mir einfach lang genug angeguckt, um es einfach besser zu wissen. Es geht darum, uns zu brechen. Uns in die Knie zu zwingen und am Ende doch etwas zu tun. Und das dann noch mit gutem Gewissen. Das für uns einen Grenzüberschritt unserer eigenen Grenzen bedeutet. Und das nennt man in die Knie zwingen. Und wenn wir das mit uns machen lassen, dann lassen wir alles mit uns machen. Und ich glaube, dass das auch was ist, was ganz, ganz viele intuitiv spüren. Und dem, was ich gerade gesagt habe, in vollem Umfang zustimmen. Wenn wir das mit uns machen lassen, dann lassen wir alles mit uns machen. Das ist ein Test. Das, was gerade passiert, ist ein Test, in dem es darum geht, uns selber zu zeigen, wie weit wir selber bereit sind, unsere eigenen Grenzen des ethisch Vertretbaren zu überschreiten. Und das eben nicht aus einer Notsituation heraus, die so etwas tatsächlich rechtfertigen würde, sondern aus Zwang. Das ist Gewalt. Gewalt, nochmal, ist per Definition eine Information, die der Empfänger nicht will.
egal in welcher Form. Leute, denkt gut darüber nach, gerade was genau ihr tut. Das lohnt sich, bevor es zu spät ist. Tschüss mit F.